Willkommen zu einer weiteren Folge Coral Island. Der Hahn hat gekräht. Der nicht vorhandene Hahn hat gekräht. So, erstmal Bode streicheln, dann Herrn Fluff und man kann auch ein drittes Haustier haben. Werden wir uns bei Gelegenheit noch holen. So ein kleines Kaninchen wäre ganz nett, glaube ich. Ich hätte Bock auf ein Kaninchen. Da gab es auch einen, das hieß irgendwas mit Ritter. Rittersporn? Ist das Rittersporn? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben Post. Von wem? Sei gegrüßt, Casual. Wir hoffen, diese Nachricht findet dich in guter Gesundheit. Unser Königreich steht kurz vor einem wichtigen Vorhaben, der Starlet-Expedition. Allerdings gibt es Teile dieses Projekts, die uns noch Unbehagen bereiten. Deine einzigartige Perspektive als jemand, der unsere beiden Welten miteinander verbindet, könnte wertvolle Einsichten bereithalten. Wir erbitten daher die Ehre deiner Anwesenheit im Palast, um über die Umsetzbarkeit und das Potenzial dieses Unterfangs zu besprechen. Deine Hilfe in dieser Sache wird für uns sehr wichtig sein. König Krakatoa und Königin Nanda Devi. Oh, Einwohner von Starlet Town. Mach mit bei der Stadtreinigung. Ah, Stadtreinigung morgen? Oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich habe für sowas keine Zeit. Ich war auf jeden Fall sehr aktiv. Und meine Sichel müsste eigentlich fertig sein. Die werden wir abholen. Die brauche ich nämlich zum Ernten. Ja, bimmeln wir erstmal alle Tiere raus und dann kümmern wir uns erstmal um die tägliche Feldarbeit. Und dann zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich so, ich glaube so 2 Tage habe ich mal so gespielt. Habe so ein bisschen was gemacht. Auch ein bisschen was gespendet, ein paar Fische. Nee, Insekten habe ich, glaube ich, bekommen. Ein Insekt, das ich noch nicht hatte. Wow, ja. Ja, gibt es doch mal her. Inventar voll, ne? Ach, Mann. Was habe ich da denn? Ach, herrje, das ist ja ein wilder Mix. Genau in der Mine war ich nämlich auch. Ich konnte nämlich überhaupt nichts machen, so richtig. Da ich keine Sichel hatte, konnte ich nichts Vernünftiges machen. Und was war noch? Irgendein Werkzeug. Die Angel. Die Angel, die ist ja auch gerade in Gange. Genau. Das ist sehr gut. Genau, ich wollte auch Silberseetang sammeln, aber das habe ich ja Silberseetang-Essenz. Das hatte ich dann aber nicht. Nee, ging ja nicht. Genau. Jetzt weiß ich wieder. Das war das Problem. Das konnte ich nicht machen. Weil Sichel weg. So, packen wir. Na, das behalten wir mal hier, weil die brauchen wir jetzt eh immer wieder. Peridot. Warte mal, kann ich den Peridot spenden? Und da muss ich sowieso mal gucken, weil ich habe hier doch... Ja, der kann gespendet werden. Ich habe den nämlich da nicht. Das kann gespendet werden. Das brauche ich nämlich alles. Ja, das habe ich schon, okay. Alles für die Savanne. Das zeige ich euch gleich. Also, die meisten von euch kennen es ja schon. Das Ding können wir einmal spenden. Das Ding können wir einmal spenden. Jetzt wird es immer besser hier. Wieso habe ich das nie gesehen? Ich habe die hier alle drin und noch nicht mal einen davon gespendet. So, jetzt haben wir erstmal alles. Sehr geil. Das machen wir gleich. Das machen wir sofort. Das machen wir sofort. Bevor ich es vergesse. Denn genau diese Sachen muss ich auch spenden für die Savanne. Hatte ich auch Kommentare bekommen von euch. Danke dafür. Das wusste ich auch noch irgendwie. Oder wo ihr es geschrieben habt. Ach ja, da war ja mal irgendwas mit Savanne. War das hier? Ja, hier. Da unten steht ja. Schaltet Zugriff auf die Savanne frei. Wenn ich alle diese Sachen voll habe. Ja, das habe ich schon. Aber es fehlt noch sehr viel. Aber trotzdem brauche ich einen bestimmten Stadtrang. Ich brauche zum Beispiel, für die große Lama-Wolle brauche ich ja mindestens Stadtrang B, weil ich da erst Lamas bekomme. Große Geisha-Kaffeebohne, keine Ahnung. Kaffeebohnen allgemein, Knoblauch, ja das könnte ich schon haben. Baumwolle. Habe ich nicht noch irgendwo Baumwolle? Muss ich mal gucken, Kaktus, Knoblauch, Schneeglöckchen. Ich muss mal schauen, ich muss wirklich mal alle Sachen durchschauen. Ja, hier fehlt Kimchi. Den werde ich machen. Ich habe nämlich jetzt Ziegenkäse, glaube ich, gerade in mein Dings. Mache ich gerade Ziegenkäse und dann werde ich den demnächst in die Fermentierdingsbums reinschmeißen. Trüffelöl, da brauchte ich doch eine Presse, aber die habe ich noch nicht. Und Kimchi. Na, ich muss mal schauen. Seltene Tierprodukte, okay, das hatte ich schon. Aber jetzt spenden wir erstmal das. Ah, da brauche ich ja sehr viele Sachen. Ne? Habe ich? Nee, noch nicht alles. Naja, gut, die eine Sache haben wir schon mal voll. Die anderen 2 Sachen brauchen wir auch noch. Irgendwelche Sachen davon, ne? Da hatten wir wahrscheinlich den Peridot drin. Ein Rubin hätte ich jetzt gedacht, dass ich den auch schon mal hatte. Naja, gut, hatte ich anscheinend nicht. So, 6.50 Uhr. Es ist noch ein bisschen früh für Ling, glaube ich. Den machen wir ein bisschen Feldarbeit. Bringen wir erstmal die ganzen Edelsteine weg. Nicht, dass ich die verliere. Oh, da wäre was los hier. Das gute Zeug, so.
Das haben wir. Nee, hab ich. Oder hab ich die? Warte mal. Ich schau mal. Erstmal das da rein. Guck mal, ich hab doch. Nee, Drachen. Aber hab ich nicht irgendwo schon mal. Ey, dieses Ding nervt. Du nervst. Weil der immer anfängt zu kritzeln. Hatte ich die vielleicht mal hier reingepackt? Eine Zeit lang hatte ich auch Sachen, die ich spenden will, hier reingepackt. Warte mal, war da irgendwas? Ach ja, ja. Da bei Dings anbieten, aber da geht's ja nicht. Da sind wir schon mal drüber gestolpert. Nee. Nö. Na gut, holen wir erstmal die tierischen Produkte. Die Sichel auch noch. Das ist richtig gut. Und da habe ich eigentlich eine Obsidian-Sichel. Die wird natürlich schneller irgendwas wegschnibbeln. Und wir haben jetzt langsam auch mehr Eier hier drin. Ja, so kleine erstmal, aber die werden ja größer. Die werden ja. Oh, guck mal, zwei. Zwei kleine Eier. Ja, ich wurde nochmal darauf hingewiesen, dass ich ja Heu brauche. Das mache ich alles. Das mache ich im Herbst, werde ich das sammeln. Also nächste Jahreszeit. Obwohl es kann sein. Ah. Habe ich jetzt gar nichts mehr drin, weil er da vorne gar nicht mehr auffüllt, ne? Ja, dann habe ich vielleicht gar nichts mehr. Ist nichts mehr, ne? Nö. Nüschte. Achso, warte mal. Ich muss hier einmal. Dolly! Die wollte ich gar nicht streicheln. Ich wollte das Schweinchen streicheln. Ja, da brauche ich nochmal die Maschine. Ich brauche halt noch so viel. Das wird alles nach und nach kommen. Dadurch, dass ich natürlich eine ganze Zeit lang nicht regelmäßig Coral Island gespielt habe, komme ich da natürlich nicht hinterher. Ich überlege vielleicht auch, ob ich das jetzt erstmal so einrichte, dass ich wenigstens jeden Tag eine Folge Coral Island habe und dann als zweite Folge irgendeins der anderen Let's Plays variiere. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass ich da besser vorankomme. Aber Schrott habe ich, glaube ich, dabei, ja. Weil das ist echt noch ein ganz langer Weg. Und ich möchte es auch wirklich spielen. Also ich mag das Spiel wirklich sehr gerne. Und ich hoffe auch... Ah, sehr schön, ist fertig. Ich hoffe auch, dass es jetzt keine Probleme gibt, denn... Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich erzähle das mal so nebenbei. Ich habe auch mal überlegt, ob ich da extra ein Video zu mache. Ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber... Das ist jetzt Ziegenkäse, ne? Ziegenradkäse, genau. Nehmen wir gleich den guten... Denn, es hat sich, das, also der, das Spiel ist ja, der Publisher ist da ja Humble Games und Humble Games, da gab es jetzt, was heißt Gerücht, das ist kein Gerücht, Humble Games hat irgendwie 36, 38 Leute, warum nimmst du das nicht mit? Ah, mein Inventar ist voll, entlassen und es gibt ehemalige Mitarbeiter, die sagen, das komplette Team wäre entlassen worden und dass Humble Games an irgendeinen Investor verkauft wurde. Weil Humble Games selbst gehört sich auch nicht, sondern gehört irgendwie zur Ziff Davis Gruppe, glaube ich. Ja. Und die sollen das wohl verhögert haben. Aber hundertprozentig, ich weiß es auch nicht. Ich kann auch nur vom Hören sagen, das kann weg, genau. Genau, und da ist nämlich jetzt die Problematik, dass zum einen man nicht weiß, ob es eine Nintendo Switch-Version überhaupt mal geben wird. Also ob die jetzt überhaupt die Möglichkeit haben, das noch zu machen. Und zum anderen hatte ich gelesen, dass sie Probleme haben, zum Beispiel Updates für die Konsolen zu bringen. Also der Entwickler selber hat nur Zugriff auf Steam und kann dort Updates hochladen oder rausbringen. Bei den Konsolen muss das über Humble Games laufen. Ja, und das geht ja nun nicht mehr. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Und die Leute, die... Ich muss mich ja konzentrieren, sowas nebenbei zu erzählen ist schwierig. Alle Leute, die jetzt damals das Spiel unterstützt haben und einen Key haben wollten für die Switch, können das, glaube ich, bei Humble Games selber sogar noch, tauschen in einen Steam Key. Also müsstet ihr euch mal schlau machen, vielleicht sucht das nochmal raus, vielleicht mache ich nochmal ein Video dazu, muss ich mal schauen. Also die haben die Möglichkeit, bringt einem natürlich nichts, wenn man nicht mal einen PC hat, das ist schlecht. Oder eben halt keinen, der das Spiel abspielen könnte, keine Ahnung, und so eine alte Möhre hat. Oder man einfach nicht spielen will auf Computer. Aber die Möglichkeit besteht halt. Und wenn das angeboten wird, dann heißt das doch irgendwie, wird wahrscheinlich nicht fertig, oder? Ich weiß es nicht. Also ist alles sehr, also nichts Genaues weiß man nicht halt, ne? Humble Games selber schweigt sich da natürlich aus. Wir werden sehen, was die Zukunft hat. Ich hoffe halt nur, dass das keine Probleme gibt für das Spiel allgemein, also für die weitere Entwicklung.
dass die Entwickler da weitermachen können und vielleicht finden die auch einen neuen Publisher. Vielleicht wäre das sogar ganz gut, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, da rauszukommen. Aus laufenden Verträgen. Ist halt immer so eine Sache. Ja, nicht schön, nicht schön. Sag mal, mit denen konnte ich, glaube ich, gar nichts machen, ne? Bei den Coconuts. Coconut. Ne, da gehen sie nicht rein. Und hier drüben gehen sie auch nicht rein. Ja, diese Fässer. Ne, diese Fässer habe ich mal gefunden. Irgendeine Kiste da. Ach ja, die wollte ich auch nochmal hinstellen. Das habe ich dann auch mal gemacht. Da kann man ja ein bisschen mehr Geld mit verdienen. Ich glaube, die ging da rein. Oder ging das hier rein? Ne, das ging da rein. Ja. Dann packen wir erstmal die silbernen. Ja, das ist nur so ein kleines Update zum Thema Humble Games. Wie gesagt, das ist auch nur das, was ich so gelesen habe. Was da nun genau Fakt ist, weiß ich hundertprozentig auch nicht. Ist halt viel gefährliches Halbwissen vielleicht mit bei. Aber auf jeden Fall wurden sehr viele Leute entlassen bei Humble Games. Das ist auf jeden Fall klar. Da gibt es gar nicht dran zu rütteln. Und ja, 36, 38 Leute brauchen jetzt halt einen neuen Job. Ne? Also die Gaming-Branche ist jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, da hätte ich Bock drauf. Also, da hörst du ja mal wieder mal ein Studio zu hier. Leute entlassen da. In dem Business fischen halt sehr viele mit. Und da gehen natürlich dann auch mal wieder welche unter. Ist ja logisch, ne? Das ist so, wenn auf einer Weide zu viele Kühe grasen und nicht Futter für alle da ist, dann sterben halt welche. Und die, die überbleiben, die haben dann noch genug Futter. Also das reguliert sich halt immer, ne? Und so ist es bei solchen Sachen auch. Wenn da zu viel Konkurrenz ist, dann gehen ein paar kaputt, weil die es einfach nicht schaffen. Und dann, ja, reguliert sich das wieder so zurecht. Die sind alle bedient. Sehr gut. Ja, gut, die Blumendinger. Ich warte einmal, bis sie alle durch sind. Das nervt so. Immer so halb voll. Ich weiß ja auch nicht, was in den anderen ist. Gut. Warte mal, habe ich irgendwas von den Sachen? Kann ich irgendwas spenden? Das könnte ja sein. Da muss ich mal aufpassen. Nicht, dass ich mal irgendwas herstelle. Und das soll gespendet werden. Aber ist nicht so. So, dann muss ich erstmal auf jeden Fall die Sichel holen. Und wenn ich die Sichel hole, könnte ich auch was Neues gleich verbessern. Also gut wäre mal meine Spitzhacke. Die ist ja gerade mal Silber. Dann bräuchte ich Goldbarren. Ah, 9 Goldbarren ist nicht gerade viel. Ich werde mal ein paar mehr machen. Vielleicht reicht's. Wenn ich Glück habe, reicht's. Und ich wollte noch was machen. Ach ja, Holz mitnehmen. Weil ich weiß nicht, ob du dafür schon Hartholz brauchst. Oder da noch was ganz normales Holz. Ansonsten eine bessere Spitzhacke wäre schon gut, weil ich muss schon mittlerweile ziemlich oft raufkloppen in der Mine. Und da ermüdet man natürlich sehr schnell. So. Also. Also, warte mal. Da ja. Okay, das haben wir gemacht. Ja. Ja, schaue ich mal, ob ich mit 9 Goldbarren weiterkomme. Wir werden sehen. Ja, da muss ich euch noch was zeigen. Ich habe ja noch was gemacht. Das machen wir aber gleich. Ich muss erstmal. Genau, gehen wir erstmal hier hin. Bei Ling muss ich nämlich mal gucken, was jetzt überhaupt Sache ist gerade. Was ich da jetzt machen könnte als nächstes. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall Obsidian. Ah, das könnt ihr auch machen, genau. Da müssen tolle neue Sachen eigentlich drin sein. Gallimimus-Knochen. Bronzeerz, naja, toll. Doch, nicht so toll. Bronze, ey. Tyrannosaurus-Torso. Naja, der ist vielleicht noch was zu gebrauchen. Ja, mit sechs Obsidian. Mit sechs Osmium-Seetang bin ich dabei. Da könnte ich schon mal was machen. Ah, ich glaube, so viel habe ich gerade nicht. Das heißt, ich brauche da noch Osmium-Seetang. Aber ich brauche auch noch Silber-Seetang, Gold-Seetang. Für den Kescher, dass ich den mal verbessere. So, mal gucken. Die Sichel müsste fertig sein. Ich glaube, meine Angel läuft noch. Yes! Oh, was stand da? Ich habe das nicht gelesen. Ich habe das weggeklickt. Okay. Ja. Aber brauchst schon Hartholz für. Ja, okay. Machen wir. Braucht 2 Tage. Okay. Ja, sehr gut. Das ist doch gut. Ich brauch's im Moment nicht. Das ist perfekt. So, dann zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Ich war nämlich fleißig. So ein bisschen.
Und zwar habe ich. Na gut, den haben wir schon. Habe ich erstmal hier Köder reingepackt, deswegen leuchtet das so schön. Das geht anscheinend ein paar Tage. Ich muss ja mal. Ich habe das gar nicht gelesen. Und ich habe endlich diese Flugdinger hier aufgestellt. Die hätte ich schon vor lange machen können. Und das da könnte sein. Ahorn. Oh, den habe ich leider noch nicht. Ah, habe ich das schon. Ah, schade. Schade. Naja, gut, wird Köder draus gemacht. Und ich habe von den Flugteilen habe ich 9 Stück aufgestellt. Immer in der Nähe von meinem. Warum? Ich mache dieses. Das wollte ich nie machen. Jetzt mache ich es immer. Ich habe es irgendwie zu eilig. Lass doch mal die Finger vom B-Knopf, Mensch. So. Warte mal, die habe ich auch noch nicht gespendet. Habe ich schon gespendet? Okay, ja gut. Na gut. Dann ist es so. Gut, dann gehen wir mal runter zum Strand. Da sind auch solche Flugdinger. Ja, in der Hoffnung, dass ich dann, was wollte ich sagen? In der Hoffnung, dass ich da mal Tiere kriege, die ich noch nicht habe. Und die spenden kann, genau. So, ich will mal gucken, was braucht denn eigentlich so ein Kaninchen? Ich hätte gern so ein Kaninchen, ich hätte gern den hier. Ritterstern heißt er, so, nicht Sporn. Ritterstern, wo ich den Rittersporn, einkaufen. Was brauchst du fürs Kaninchen? Von Haustieren im... Haustier adoptieren. Sagt er mir das, wenn ich jetzt... Guck mal, was gibt's noch? Ja, es gibt noch Kupfer. Ja, gut, sowas brauche ich nicht. Nee, Ritter. Eine Haustierhütte oder ein Haustierbett? Na, ein Kaninchen. Haustier adoptieren. Einkaufen würde ich natürlich gerne... Dann nehmen wir Häschen-Thema. Nehmen wir das Häschenbett. Und dann holen wir uns Rittersporn. Ritterstern. Mann, ich komme hier auf Rittersporn. Wo war der Name nochmal her? Das kommt aus irgendeinem Film. Rittersporn, Rittersporn. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, stellen wir das Bett erstmal auf und dann holen wir uns das Häschen. Und dann haben wir 3 Haustiere. Ah, und ich darf nicht vergessen zu ernten. Genau, Aussehen lohnt sich nicht mehr. Wo ist das Bettchen? Da. Ich stelle es erstmal hier hin. Ja, genau. Ja, fein. Dann holen wir jetzt Ritterstern. Bisschen was, ich werde jetzt erstmal ernten. Mit meiner tollen neuen Sichel. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Ist krass, dass ich trotzdem immer noch Kupfer kriege, ne? Ah, gut, aber viel weniger als... Als die anderen Sachen. Na gut. Achso, warte mal, hier könnte. Ja. Ah, Inventar voll. Ach, Mann. Immer dieses Inventar. Schlimm, schlimm, schlimm. War mal Okraschoten. Die muss ich spenden. Ich meine, dass ich. Irgendwas mit Okra hatte ich mal. Oder sah vielleicht sehr ähnlich. Gut. Ja, bringen wir den Rotkohl auch gleich mal weg. Habe ich alles? Einmal rumgucken. Ah, guck mal hier. Jetzt Salz kann ich mal verkaufen. Wobei, es lohnt. Vielleicht behalte ich es jetzt auch mal, weil das macht. Vom Preis her ist das echt lächerlich hier, wenn ich mal gucke. Kann ich gar nicht sehen. Müssen wir mal an eine Kiste gehen. Hier 40 pro. Also da kann ich lieber das aufheben für Essen kochen. Habe ich, glaube ich, mehr von mittlerweile. Was ich hier alles drin habe. Ein ganz wildes Durcheinander. So. Oh, die Insekten machen wir mal zu Köder. Oh, machen wir nicht, weil ich gar nicht mehr so viel Algen habe. Okay. Ich könnte nach der Angel gucken. Ja. Glaube aber nicht, dass sie fertig ist.
Aber nach den Tieren kann ich gucken. Ja, moin, Mensch, lass dir schmecken. Ich mache später mehr Fotos. Mach das mal. Den habe ich schon. Aber bei dem bin ich mir nicht so sicher. Gestreifte Gartenraupe? Mal gucken. Habe ich noch nicht. Sehr gut. Was ist mit dir eigentlich? Ja, du bist zumindest sehr... Nee, ah, Yucca-Motte habe ich schon. Die ist jetzt wo? Da oben. Oh, aber noch nicht im Dings gespendet. Oh. Den zweiten, den habe ich bestimmt nicht. Evenus Coronata. Was für ein wunderschöner Name. Und, haben wir die schon gespendet? Nein. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das läuft. Ja, dann bringen wir das auch mal weg. Und wahrscheinlich auch ein paar von den Knochen. Hoffentlich. Okay, da schwebt so ein bisschen eine Raupe rum. Nee, den roten Admiral, den haben wir schon. Das weiß ich definitiv. Oh Mann, Inventar. Mein Inventar. Ich habe im Moment so viel Zeug immer bei mir. Das ist so schlimm. Wir sind ja gewohnt. Und ich habe schon die größte Tasche. Mehr geht ja nicht. Ich hätte gern endlos. Ein endlos Inventar. Das wäre toll. Das wäre zwar ein Riesenchaos, aber egal. Ich hätte alles dabei immer. Gut, dann schauen wir mal. Gegenstände spenden. Nee, hier habe ich alle. Die. Ach, die Yucca-Motte. Achso, hier nicht, ja. Die ganzen Knochen habe ich doch schon. Okay, und den? Immerhin. Immerhin. Drei Stück. Das ist gut. Ach, ich wollte nach der Angel gucken. Was habe ich nicht gemacht? Nach der Angel geguckt. Mann. Das ist aber auch, ne? Ich gehe da runter. Sehe die Fallen. Lass mich davon ablenken. Muss ich... Ne, 14:30. Also entweder haben sie generell gar nicht aufgehabt oder... Open. Sehr gut. Mal gucken. Wäre schon geil, ne? Neue Angel. Oder die beste Angel. Ah, dauert noch 2 Tage. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich brauche eh noch Silberseetang-Essenz, genau. Damit ich hier mein Netz verbessern kann, mein Kescher. Gut, 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 gut. Warte mal. Wo ist denn? Ach, die hat schon alles heute. Die Woche. Wer bist du denn? Clementine? Das Wetter ist perfekt für mich. Ich könnte einfach... Ach, das ist eine Touristin, oder? Ist das eine Touristin? Hier, schenk dir was. Nee, schenke ich dir nicht. Kann man dem was schenken? Nee, schenken kannst du nicht. Mein Sommer hier zu verbringen ist genau die Auszeit, die ich gebraucht habe. Das ist eine Touristin, oder? A, B, C. Ja klar, Clementine sagt mir gar nichts. Okay. Gut, wo habe ich jetzt die anderen Fallen? Da nicht. Da oben habe ich. Hier unten habe ich. Wo habe ich denn die anderen drei hingestellt? Ach, hier. Stimmt. Bei dem Tierhändler. Habe ich Platz? Hat er Platz? Hat er? Nein, hat er überhaupt nicht. Oh, ich habe einfach gar keinen Platz. Ich habe auch keinen Platz. Wie sieht es hier aus? Ja, komm, da müssen wir die Insekten mit rein. Da müssen die Fische mal ein bisschen Platz machen. Aber, ne? Nee. Das ist, ist halt so. Okay. Ja. Ja, gut, komm, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob es reif ist. Da waren so halbreife Sachen bei. Oh, doch, ja. Oh. Ich muss auch nochmal die anderen Bäume holen. Oha. Warte mal, so komme ich ran. Ein bisschen mit Trick 17 geht's. Ne, die noch nicht, okay. Oh, ist doch gut. Hat sich wieder gelohnt. Schön.
Ja, dann muss ich das erstmal alles wegbringen. Das ist wahrscheinlich, ja, so ziemlich voll. Ja, gut, wäre eigentlich Silberseetang zu holen. Ja, Silberseetang. Silberseetang, das machen wir dann noch ein bisschen. Ein bisschen Silberseetang holen. Damit wir da genug haben. So, hier den rein und. Ach, deswegen Rittersporn, ne? Weil das Zeug heißt Rittersporn. Jetzt weiß ich es wieder, oh Mann. Krass. Ich krieg nichts mehr unter. Na, das schon noch. Ja, wenn das fertig ist, dann kann ich wieder was machen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe zu viel Zeug dabei. Jetzt würde ich ja die ganzen Knochen gerne verkaufen, aber ich weiß halt nicht. Brauche ich sie? Brauche ich sie nicht? Brauche ich sie? Brauche ich sie nicht? Kann man die doch noch spenden oder ist das einfach ein Anzeigefehler? So, ich muss hier mal so ein bisschen erweitern. Ich will jetzt auch nicht neue Kisten hinstellen. Und ich brauche ein bisschen Platz. Ja. Ja, komm, dann kommt die auch mal da rein. Oh, guck mal, hier wird noch ein bisschen Heu. Das kann ich da nochmal reinwerfen, aber ich muss dann wirklich mal was sammeln. Hallo. So. 3 von 300. Warte mal. Wir sammeln mal ein bisschen was. Falls dann doch mal irgendwie schlechter Tag ist. Bevor die nichts zu fressen haben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kann ich nicht verantworten. Oh, ein bisschen was lasse ich noch für die stehen. Ich werde da mal bei Gelegenheit eine Runde ums Dorf ziehen müssen. Mal alles wegmachen. So, 43. Das ist ja immer gut. Sehr schön. 46. Das hält ein bisschen vor. Okay, was wollte ich jetzt machen? Silberseetang-Essenz holen. Ja. Das machen wir. Silber und vielleicht Osmium ein bisschen. Eigentlich müsste ich ja auch zum König da, aber nö, keine Zeit. Ich weiß nicht, könnte da Silber sein oder schon Gold? Nee, es müsste Silber sein. Eigentlich bräuchte ich auch mal ein bisschen Algen. Damit ich meine Insekten loswerde. Algen, nicht Fasern, Algen. Wir brauchen Algen. Gib mir einfach Algen. Sehr schön. Oh, naja gut. Ob da nur was noch bei ist, aber wir werden sehen. Wir werden es sehen. Ich freue mich tierisch auf meine Angel. Ich bin echt gespannt, ob die irgendwas bringt. Hallo, hallo, hallo. Aber auf das Netz würde ich mich auch freuen, ja. Den Kescher, der immer verbessert ist. Und wenn ich da dann Insekten kriege, auf die ich im Moment überhaupt keine Chance habe. Also, die riechen mich dreimal gegen Wind. Ja, manchmal ist so Aufheben echt ein bisschen schwierig, ne? So, jetzt hat das. Das Salz, das gute Salz. Das nehmen wir doch mit. Ja, Platz haben wir ja. Ja, jetzt hab. Oh, das ist gut. Ey, warte mal, hallo Schnecke. Die habe ich, glaube ich, schon, aber egal. Eine Spitzschnecke? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wo bist du? Da bist du. Ja. Haben wir schon, haben wir schon. Ein alter Bekannter.
Wie viel habe ich jetzt, Silberseetang? Das reicht gerade mal für 3 Dinger. Eigentlich brauche ich... Ja, nee, Silberseetang brauche ich dann eigentlich... Ich wüsste nicht mehr, wofür. Also, das verbessere ich einmal. Dann geht es Richtung Gold. Bei Link habe ich eigentlich auch schon alles verbessert. Also das ist, wenn mich nicht alles täuscht, das letzte Mal, dass ich... Also vorläufig, ich weiß ja nicht, was noch kommt, was in der Savanne abgeht. Ob die irgendwie Silberseetang-Essenz haben wollen. Für irgendwas. Schnecke, ich hab dich gesehen. Na, Einsiedlerkrebs, den habe ich schon. Ja, ich weiß. Ja. Ja, überall schon gespendet. Wobei ich mir vorstellen kann, da musst du gar nicht so viel von spenden, ne? Oder gar nicht so viel von haben. Ja, entweder hole ich jetzt nochmal 10, da habe ich 5. Oder lass es halt bleiben. Ja, wir holen nochmal 5. Dann habe ich schon genug. Ja, 51. Gut. Dann holen wir mal den Anker. Holen wir mal einen Anker her, ne? Hier, schön Anker. Oh, zack. Und weg ist er. Brauche ich doch gar nicht mehr. Kann er schwimmen wie so ein Fisch. Gut. Na, da versucht jemand sein Glück. Ja, dann schmeißen wir das noch rein. Dass das schön Silberseetang gemacht wird. Also Silberseetang-Essenz. Das war hier, genau. Oh, guck mal, ein bisschen was habe ich noch. Gut, da bringt zwar nichts. Und Glas. Achso, trage ich ja bei mir. Na dann. Ja, morgen ist die Müllsammelaktion. Puh, ob ich da teilnehme, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich es dieses Jahr mal ausfallen lasse. Aber ich glaube, an Events teilnehmen bringt, glaube ich, auch was, ne? So. Stadtrangtechnisch. Ah, okay, ich habe nichts mehr. Also, da haben wir 5 Stück, 9 Stück. Das wird ja wohl reichen. Das wird ja wohl reichen. Ich hoffe mal. So, ich müsste eigentlich den ganzen Kram mal loswerden. Das wird ja gerade nichts. Ist ja ein bisschen schwierig. Wir könnten nochmal Köder machen. So, die Insekten bin ich erstmal los. Algen habe ich noch. Packen wir hier erstmal alles rein. So, was habe ich noch? Genau. Dann würde ich morgen schauen, dass wir das Ding verbessern. Nee, übermorgen, glaube ich. Erst. Ich glaube, ich kann es übermorgen. Weil dann ist erst die Angel fertig. Ich glaube, das war 2 Tage, ne? Ich meine, es waren 2 Tage. Schreibt es mal in die Kommentare, aber ich glaube, es waren 2 Tage. So, hier kann ich nochmal kurz... Ach ne, kann ich gleich reinschmeißen. Guck mal. Sehr schön. Kriegen wir gleich wieder Salz. Das müsste ich öffnen lassen. Da habe ich sogar einmal Schrott noch. Das packe ich noch einmal weg. Ja, die behalte ich bei mir. Ja, und da werden ja welche fertig gemacht. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, das reicht. So, würde ich sagen, 20.15 Uhr gehen wir heute mal zeitig ins Bett. Der Tag war schon sehr ergiebig. Viel gemacht heute. Gehen wir mal ab in die Haie. Ja. Ach, ich wollte das Kaninchen noch holen. 11.000 verdient. Na, ist doch ganz gut. Da kann man mit arbeiten. Okay. Passiert was? Ja, heute findet ein Fest statt. Ich weiß. Ich weiß. Ich muss mir echt noch überlegen. Aber gut, ich werde wahrscheinlich hingehen. Ja, vor meiner Tür steht keiner. Das schöne Wetter steht vor meiner Tür. Ich werde vielleicht langsam mal anfangen, die ganzen Blumen abzuschneiden, bevor der Monat um ist. Sonst haben wir ein Problem. Muss ich wieder neu aussehen. Kohle habe ich dafür auf jeden Fall genug. Ja, dann werden wir morgen die Angel holen. Genau, und den Kescher da lassen. Auf Gold upgraden. Und dann muss ich nochmal sowieso Osmium machen. Genau, weil da haben wir Gold. Und dann ist so. Nee, Silber mache ich. Genau, Silber, Gold. Das heißt, ich brauche bestimmt noch Gold. Seetang-Essenz, oder?
Nee, 20, das habe ich noch. Genau, ich brauche nur noch hiervon sehr viel. Einmal für den Kescher dann nachher zum Schluss und für die ganzen Sachen, die ich bei Link verbessern muss. Ja, das machen wir alles. Aber in den nächsten Folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao. So, erstmal alles streicheln hier, ne? Gar nicht gemacht.